Plötzlich kommt einfach so in die Tür reingerast, so ein Ballen von Energie. Man kann eigentlich aus jeder Situation eine Situationskomik daraus machen. Und dann kann ich einem schon recht aus dem Konzept ausbringen. Zusammen! Ja! Yeah. Cowboy kommt aus dem Coiffeursalon, Boni weg. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Das merkt man. Nein, aber ich würde sagen, als gut erzogenes Einzelkind. Ja, hat um viel Zeit bei mir selbst verbracht. Und kann jetzt das. Ja, da, du, im schönen Schweizerland. Zu der Musik bin ich eigentlich durch meinen Vater. Er spielt Klavier, hat dort auch eine Hobbyband lang. Und als ich die Band gesehen habe, wusste ich schon, hey, ich möchte unbedingt Schlagzeug spielen. Das hat mich schon als Kleiner fasziniert, mit etwa 5. Zum ersten Mal auf der Bühne gestanden bin ich mit 8. Ich war mit dem Schlagzeug und habe gesungen. So ist das ein bisschen gewachsen, bis wir dann die ersten Band-Contests hatten mit Clear Factor. Ich habe mich dort entschieden, eine Demo-CD zu machen. Und dort bin ich das erste Mal so mit dem Gedanken quasi, hey, weißt du was, die Songs, die ich geschrieben habe, ich möchte eigentlich nicht am Schlagzeug spielen und singen, sondern... Ich glaube, ich muss die Führer singen. Ich habe das Gefühl, meine Eltern gehen jetzt in den Laden, aber sie haben wirklich, ja. Haben es eigentlich nicht mehr so schlimm gefunden. Und natürlich meine Mama, ich weiss die Antwort, dass sie gesagt hat, so, ich verstehe den jungen Herr, dass er einfach auch mal rausschreien will. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich überlegt, was ich machen will. Und ich habe ihn hier angerufen, hatte die Nummer noch gehabt. Und dann eben gefragt, du, Tommy, kann ich hier irgendwie Produzent lernen? Also Niki, seine grösste Macke ist, dass er einen manchmal fast ein wahnsinnig macht, weil er eben so viel auf das Mal machen will und irgendwie recht nervös ist. Komm, mit darf ich den noch schnell gehen? Das war gar nicht da. Okay. Nein, weißt du das nachher? Without the pause. Without the Social Media. Also besonders schätze ich an ihm, dass er eine unglaubliche, sprudelnde Art hat und die Leute mitreissen und begeistern. Ich glaube, immer noch extrem am Wachsen an verschiedenen Instrumenten, wo er sich irgendwie musikalisch einfach so reinzieht, wie wenn es Luft wäre, die er braucht zum Atmen. Klavier ist jetzt nicht sein Kerninstrument. Er hat dann irgendwann nebenher bei uns im Studio irgendwo am Klavier oder am Flügel halt auch noch das ganze Pianospiel irgendwie sich drauf geschafft. Es hat mich beim Aufnehmen immer wieder wahnsinnig verblüfft, wie er dann das, wenn er es mal hat, einfach richtig kann performen. Das ist wenn man es aufnimmt und als Produzent zu arbeiten, ist das natürlich der absolut perfekte Moment.
während dem Praktikum einmal eine Demo-CD gemacht. Mit dem Tömi. Der hat dort auch schon viel investiert. Früher. Und das waren die ersten drei Songs drauf, unter anderem auch Waiting. Hallo zusammen zum Behind the Scenes von unserem ersten Single Waiting. Um unser erstes Musikvideo zu finanzieren, haben wir eine Strassenmusik gemacht. Now durch die Schweiz. Im Dezember. Wer macht das schon? Ich habe dazu gedient, unser Budget aufzubessern. Für das erste Musikvideo, weil wir ein Budget hatten. Aber ich hatte wieder den Traum, ich möchte auf England schiessen. Es muss einfach, es darf nicht typisch schweizerisch aussehen. Nachdem ich den Plattenvertrag unterschrieben habe, war das der erste Song, den wir dann released haben. Und dort ist es eigentlich losgegangen, weil der hat plötzlich viel schneller, viel mehr gezogen, als wir gedacht haben. Wir haben einfach mal in einen Song rausgegeben. Ich weiß es noch genau. Beim Auto von meinen Eltern ist es so, dass immer wenn er einen Sender gesucht hat, ist gestanden Waiting, quasi auf dem Kanal, auf Signal. Und es ist eben wirklich Waiting gestanden. Und ich habe gedacht, hey, das ist jetzt wieder am Suchen. Und dann ist es tatsächlich Waiting gewesen als Song. Und es ist so der Moment gewesen. Dann sind auch die Bühnen grösser geworden. Das ist eigentlich ziemlich alles plötzlich so schnell gegangen in dem ersten Jahr, dass wir in Stadion spielen konnten. Und nebenan hat Waiting sich als Song im Radio aufgebaut. Strassenmusik machen vor 12 Leuten bei minus 12 Grad und nachher spielen von 40'000 Leuten in einem Stadion in einem Gap von 7 Monaten. Crazy, ja. Ben, geht's schon gut? Das haben wir heute, geht's schon gut? Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Was ich erfahren habe mit dem Swiss Music Award. Und der Gewinner, Best Hits National. In dem Moment war es natürlich unglaublich, weil ich. Wo gar niemand irgendwie kennt. Was ist das für einen? Wo die einen noch gemeint hat, sie einer von Schweden oder von Dänemark. Niklas Waiting. Thanks to everyone who voted for us. Thank you so much. Und ich wünsche euch noch mega schönen Abend. Cause I still wait, wait, I'm still waiting for you. Waiting for your call. And I only sing this song for you to show you I'm pressed again. Ich bin dann auf dieser Bühne und ich dachte, hey, das ist unglaublich. Die Welle, die mich so wie überflutet hat. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, hey, wie machen wir weiter? Weil ich bin der Typ. Ich möchte Vollgas weitergehen. I'm still waiting.